Moin Moin und damit zu einer neuen Folge zu um sie zwei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind auf Hohenkirchen im schönen thüringischen Schneechaos. Naja, fast Schneechaos. Schneien tut's auf jeden Fall. Minus 1,9 Grad und wie versprochen ein anderer Bus, eine andere Sache. Klasse. Und vor allem, ich hoffe, dass mir die Klimaanlage oder den Überlandbus mir nicht gleich noch die mir nicht noch die Klimaanlage durch die Gegend um die Ohren fliegt, weil ja. Die heizen. Aber wie gesagt, 10.02 Uhr ist Abfahrt. Das heißt, wir haben gerade noch ein bisschen die Möglichkeit. Und ja. Sonst haben wir alles vorbereitet, aber ey, Freunde, ein altes geiles Kassensystem. Mahlzeit. Da kann man sich drauf freuen. Stimmt, und wir haben eins noch vergessen. Die Sitzposition. Die kriegen wir jetzt auch noch schnell hin. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal Auxi schnell dran machen. Kleinen Moment. So, da haben wir auch die Sitzposition bei dem bezogen. Wunderbar. So, und dann können wir gleich losfahren, ne? 10.02 Uhr sollte Abfahrt sein. Zum alten Bus. Aber da will leider keiner ja mit, ne? Ich hoffe, das bringt was. Schließlich muss der Bus ja auch erstmal vorgeheizt werden. So. Lass mal gucken. Uhr, genau. Passt. Aber ich glaube, ich blende mal noch von oben sie. Also wenn du so solche Busse hast, da brauchst du auf jeden Fall noch ein... noch eine Zeit. Einstellungen. Oder egal, lass es. Passt schon. Im Bildschirm. Na, da muss ich ja was zu trauen. So, und dann jetzt Abfahrt. Ganz vergessen, wie so ein 407er überhaupt ist, ey. Von denen hätte ich gerne noch eine Gelenkvariante. Fahren sieht zwar anders aus, aber naja. Gott. Manfred hatte schon gedacht, er wäre an der Haltestelle. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah.
Meine Güte. Ja. Das ist schon mal schön. Thüringen im Schnee. Ja, vielleicht habt ihr es auch so mitbekommen, dass die neue Karte Gerolstein, dass wir die schon gefahren haben. Könnten wir auch mit dem Bus fahren. Aber ja. Das freut mich auf jeden Fall richtig schön. Gott, ich bin gerade noch ein bisschen voll hypnotisiert von dem Ganzen. Ich weiß, ich soll reden, aber genießt es einfach mal. Bitte. Jawohl. Dankeschön. Abfahrt. Oh, der Fahrer Polizei hat's hier Bums gemacht. Kann ich bei dir wieder auch verstehen. Oh, scheines Ding. Ich glaube, ich habe mich doch ein bisschen zu weit nach hinten gesetzt, ne? Aber ich finde mal von einem Armaturenbrett kann man wirklich viel sehen, ey. Übrigens, wenn ihr wisst, wie sich das alles zockt, Trigger IR5 kann auch mit OMSI sehr einfach eingestellt werden. Und ja. Denkt aber bitte dran, dass ich einen High-End-Rechner habe. Also läuft auch mit einem Windows 7 i5-Prozessor. Mit einer GTX 970er Grafikkarte, aber die sollte schon 4 GB haben. Bloß ich will halt bei so einer schönen Sache einfach nicht ein Bild sein. Das hört sich einfach nicht. Aber ihr könnt mal eins mal bitte erklären. Von so vielen OMSI 2 Videos, die ich jetzt auch nebenbei mal geguckt habe. Warum benennen die YouTuber diesen ganzen Kram immer mit Themenwoche? Das ist das, was ich jetzt so ganz verstehe. Vielleicht könnt ihr mal einfach unter den Kommentaren kurz und knapp einfach mal hinschreiben. Weil, ja. Da wäre ich mit eurer Hilfe auch sehr verbindlich geholfen. Moin. Ach, ist das schön. Zusatzheizung, ne? Wie wär's denn damit? Danke, bleib stehen. Und das Öl nicht heiß wird.
Dann brauche ich auch wegen zwei keine Fahrgäste, keine Heizung anmachen. Alles klar. Thüringen im Schnee. Oh je, oh je. Ach, wir sind ja schon... Nee, wir sind nicht an der Endhaltestelle, oder? Ich wollte schon gerade sagen, Freunde. Das wäre jetzt aber viel zu kurz. Hier mal ein schönes Screenshot machen. Morgen. So eine komische Laterne wieder im Weg. Ich sage euch ganz ehrlich, das Kassensystem kann ich überhaupt gar nicht bedienen. Da bin ich echt zu blöd dafür. Aber wisst ihr, was geil wäre? Wenn wir das vielleicht ausbauen könnten, dann so ein Tablet dran klatschen könnt. Aber für die Ambiente nostalgisch. Genau, wir sind richtig unterwegs. Gott sei Dank. Ich habe mir schon mal offscreen hier verfahren. Bin ich zweimal in dieselbe Richtung gefahren. Keine Ahnung, böse enden. Schönes Foto. Ja, das hier ist wirklich eine Fotopassage.
Könnt ihr mal die Klappe dahin halten? Ich tue ja schon alles besser, was ich mache. Und jetzt meckert er mich noch an. Da ist aber. Man könnte auch schon mal reinschreiben. Ja, und in den Kommentaren, was für Klischees für Busfahrer alles gibt, ey. Und was die sich alles im Alltag rumklappern müssten, ey. Junge, Junge, Junge. Da ist ja Fliegen noch schöner. Okay. Auf die Schnauze auf jeden Fall. Ah, da hast du wirklich eine Abwechslung drin. Wirklich eine Abwechslung. Hallo. Oh, oh, oh. Na ja. Schöne Sache auf jeden Fall. Bus wird zwar nur lauwarm, aber ich glaube, bis wir ankommen. Ah ja, zu früh. Egal. Muss ja geil, dass da noch Ansagen mit drin sind in dem Bus. Guten Tag. Moin Moin. Geht man sicher ein. Einmal normal bitte. Ja, tut mir leid, kann nichts dafür. Selbst hier ist Energiekosten gespart. Muss gespart werden. Kann ja auch nichts dafür.
glaube, das war ein bisschen zu viel. Gletscher Express, dass ich noch einen Beim habe. Mit. Die nächste Haltestelle, Parkplatz am Rondell. Ei. Ich bin gerade immer noch voll hypnotisiert mit dem Bus da, also das muss man echt genießen, ey. Junge. Weiß, überall weiß. Nur die Straßen. Sind aber gut geräumt. Muss man ja dazu mal sagen. Oberhof, oh, da haben wir es gleich geschafft, Gott sei Dank. Also ich meine, bestimmt schon Verspätung. Das glaube ich direkt, ey. Da stellen wir uns gleich hin, machen unsere Pause, ey. Moin. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Ist ganz schön kalt hier. Nach der Sache gibt es keine Heizung mehr.
Habt ihr mich ganz schön dumm angemacht. Ja. So Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt auch die Endhaltestelle erreicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn ich jetzt zu viel gebabbelt habe. Es ist immer wieder schön in Thüringen mit dem Überlandbus. Ich vergesse immer, dass sie die besten ZF-Sound ever haben. Und diesmal nicht geradeaus weiterfahren. Jo. Wie immer, freut mich, wenn es euch gefallen hat, dass mir dann einen Daumen da lasst. Und ja, wenn ihr selbst bei der RSG mal mitfahren wollt, seid ihr gerne herzlich eingeladen. Und mein Dienst ist ja auf jeden Fall heute Feierabend. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Bartolo. Ciao, ciao.